Hey, herzlich willkommen auf weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir werden jetzt weitermachen mit der Ernte. Jeweils von Feld 12 und Feld 48. Trifft sie ganz gut hier. Die beiden fahren eigentlich auch mit Crossplay. Wir werden ja weitermachen mit Aussaat, jeweils mit Gras und die Ernte vorbereiten für Feld 38. Das heißt, vorbereiten wir gleich machen die Aussaat, dass wir gleich nebenbei, weil jetzt mal jetzt hier im Weg stehen, das ist ungünstig. Fahren wir mal ganz nach rechts. Dann muss mein Fahrzeug, der von da. Das ist für den Düngen, weil er bald gewachsen ist. Hier haben wir keine Gärreste. Jedenfalls wirst du hier nicht. Naja, ein bisschen könnte schon da sein, aber das wird sich wohl nicht lohnen. Oh, wo ist der andere her? Wir werden unsere Fahrzeuge zurückbringen. Auch nicht verkehrt, ne? Wo steht? Ah, ganz unten. Ah, ganz weit weg. Voller so ein LKW. Können wir den Rest Raps reintun? Ich muss ein bisschen was vorbereiten für die nächste Ernte. Sonnenblumen. Glaube ich verkehrt. Da sind wir hin. Die verkehrte Richtung. Naja, gut. Kann passieren. Verfahren auf der Thüringenkarte. Das darf wohl nicht mehr passieren, ne? Wir fahren mal direkt rüber, das ist nicht so tragisch, noch geht's. Da ist der LKW, da müssen wir gleich. Wir können auch zum Hof, der Hoftürme entsprechend umbauen. Und hier vorne das Schneidwerk abbauen. Und dann können wir am Hof ja auch leer machen. Der LKW müsste eigentlich leer sein. Hier machen wir gleich eine Innenansicht. So nicht so sehr verwursteln hier in der Kurverei und Bäume. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Ich danke schon mal fürs Reinschauen. Ne? All die mit treuer Legenden, auch einen neuen Abonnenten habe ich. Freut mir. Auch da geht Dank raus. Nicht wundern, wenn ich so spät reagiere. Ich mache immer Folgen im Voraus, ungefähr 9 Stück. Das kann natürlich die Reaktion um eine Woche verzögern ungefähr.
Ah, hier schon niemals immer so krass aussehen. Schon da. Das ist immer eine Woche wieder her ist, und man teilweise vergessen, was man gemacht hat, ne? So, nicht schlecht. So. Der eine ist da. Passt. Können wir von dem hin. Leg rein den guten Raps. Oh, geht durch. Ja. Müssten wir alle reparieren normalerweise, aber das mache ich mal nicht. Er ist voll. Ich glaube, der ist auch voll. Aber sieht gut aus. Die Ender was drin. Jetzt haben wir 10:30. Das ist ungünstig. Ne, warum stehen lassen hier? Ja, die Bäume werden wohl nicht mehr groß werden hier. Jo. Gut, wenn man die Karte neu starten, haben wir neue Welle. Das ist günstig, weil so können wir von hier ranfahren und können den hinteren voll machen. Das ist vorteilhaft. Also können wir weiterfahren, weiterarbeiten. An dem auch gleich hier entsprechend. Gut, der ist leer. Das wollte er nicht wissen. So. Ausklappen. Da stellen wir ganz rechts hin. Große Reparaturaktion wird näher erfolgen, wenn wir hier mit allem durch sind. Auch mit den Sonnenblumen. Und da überlege ich mir noch, ob ich da entsprechend noch zwei Standwerke kaufe. Transport ist ein bisschen ungünstig. Leider. Gut, dann mal drehen. Von vorne reinfahren. So, nächste dürfte bald voll sein. Blockig. Gerste. So steht der, so fertig raus. Die erste geht nicht weiter, das heißt, irgendwie ist da entweder ist er jetzt fertig, aber dann wäre die Meldung da. Ah, deswegen. Das war so keine Absicht. Das kommt deswegen, weil die anhalten sollen. Hier muss ich aufpassen. Da hinten scheint alles fertig sein, oder muss ich nicht aufpassen? Gut. Das passt. Sonnenblumen. Dann können wir jetzt näher auf Stufe 5 gehen.
weil das jetzt eine Erweiterung, und zwar Sonnenblume ist noch nicht reif. Die Erweiterung, diesen einen Mod, zeigt an, wie viel man vom Feld von der Ernte erwarten könnte. Im Wachstum, Gedüngt, Unkraut 0, Landfläche 38, aber das kommt auch beides nicht. Das ist seitenverkehrt. Wachstum ist noch. Wenn Wachstum fertig ist, dann würde er mir anzeigen, den Ertrag, was ich erwarten könnte, ungefähr. Aber gut, dann machen wir Ben warten. Oh, nicht erlauben wir einen Hohn. Oh, die Sonnenblume. Das ist eine Spezialsonnenblume. So, Weizen. Wer ist voll? Gerste. Gerste muss hier sein. Wo ist er? Das ist ja auch. Hätte er doch einkippen können. Ich dachte, er hat eingekippt. Na ja, gut. Vielleicht darf man nicht denken, ne? Unseren lieben Fahrer alles machen. Mal ein bisschen zurückfahren. Ich kenne die Brüder nämlich. Die fahren nämlich voll los. So. Noch einen kleinen Stoß. So. Jetzt ab zum LKW. Ja, die haben sich abgesprochen, die beiden. Ah, war doch nichts. Da sind die LKW zu hoch. Schauen wir mal reinkriegen hier, im ersten Teil. Wieder so zügig normalerweise. Voll! Können wir gleich weiterspringen? In Anführungszeichen. Na, Business noch steht noch herum hier. Das können wir beide voll machen. Hinten und vorne. Na, wird die gefunden, die gerade holen. Ja, wird nicht gehen. Nicht ganz ausreichend sein. Von zweiten her, da können wir uns. Können wir leer machen. Ne. Zu weit gefahren. Jo, doch, ist voll. Ups.
Machen wir gleich beide leer, ne? Auf einmal. Zock, zock geht das. Also egal was kommt, ein Kartenwechsel kommt nur in Frage im Frühjahr. Das heißt, wir haben jetzt Frühjahr, Herbst, kommt noch Winter. Ungefähr 2 Wochen noch Zeit. Mit 3 mal sehen. Ein Tag kriegen wir hier pro. Ein Tag pro. Pro Folgen. Jetzt haben wir Uhrzeit. Ja, gegen 3:30 im Spiel. Schon wieder einer voll. Wie gesagt, die Ernte ist eigentlich nicht schlecht. Die Ernte ist nicht schlecht, da kann man mal so sagen. Also mit dem Gras haben wir auch ganz gut Karten, also gute Karten für die Fruchtfolge, dass hinterher was Gescheites bei rauskommt. Ne? Also dass wir sagen können, okay, wir haben eine Tagreifung. Ne? Was hier ist, dann aufpassen mit Düngen. Bei frisch aufgesäten geht es noch, aber wenn das Gras schon bewachsen ist, also Dreck ist, schwierig mit Dreck. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.